Er sagte, stoppt diesen Unsinn, stellt eure Fragen, heute ist der letzte Tag. Wenn der Meister am Leben ist, ist er ständig dabei, euch zu entwirren, danach nur noch Sadhana. Er hat gut gelebt. Wenn der Tod kommt, wird er gut sterben. Namaskaram, Sadhguru. Warum haben wir solch Angst vor dem Tod? Sieh, gerade jetzt gibt es so viel Angst, weil die Substanz deines Lebens nur aus deiner Kleidung, deinen Juwelen, deiner Ausbildung, ein paar Menschen, die du um dich versammelt hast, besteht. Das ist alles, was die Substanz deines Lebens ist. All diese Dinge können dir jeden Moment genommen werden, nicht wahr? Das ist das Einzige, was dir Beständigkeit gibt. Ja, das bisschen Bildung, deine Kleidung, deine Juwelen, dein Bankguthaben, ein paar Leute um dich herum, das ist alles, was dir das Gefühl gibt, ein solides Wesen zu sein. Dies ist kein Wesen. Das ist eine Flickarbeit. Wenn du also mit solch unbedeutenden Blöcken ein Gebäude baust, solltest du dir natürlich große Sorgen darüber machen, wann es einstürzen wird. Wenn ich statt eines Steinblocks für diese Säule einen Zweig verwende, werde ich natürlich immer besorgt sein, dass sie mir auf den Kopf fällt, nicht wahr? Ist es nicht so? Das ist deine Sorge, das ist deine Angst, denn du versuchst dein Leben mit Zweigen aufzubauen. Nicht mit festem Material, nicht mit der Realität, sondern mit unechten Dingen. Du wirst immer in Angst leben, dann gibt es keinen anderen Weg zu leben. Sie sind einfach, wenn du in einem Haus lebst, das von Zweigen gestützt wird, ist es ganz natürlich, dass du Angst hast. Es könnte dir auf den Kopf fallen, nicht wahr? Das ist alles, was dir passiert. Es ist an der Zeit, dass du etwas mehr Substanz in dein Leben bringst. Wenn du etwas mehr Substanz einbringst, dann wirst du plötzlich feststellen, wenn du hier sitzt, ist alles gut. Ob Leben oder Tod, es ist immer noch gut. So wird es sein. Eine sehr schöne Geschichte. Buddha, am letzten Tag seines Lebens. Er frühstückte morgens immer Reisbrei und nach seinem Frühstück traf er sich immer mit den Mönchen, die um ihn herum waren. Und er sagte jeden Tag, wenn ihr eine Frage habt, dann fragt. So ging es 40 Jahre lang. 40 Jahre seines erleuchteten Lebens hat er jeden Tag nach dem Frühstück gesprochen. Wer auch immer da war, 10 Leute, 10.000 Leute, egal wie viele, er setzte sich nach dem Frühstück immer hin und sprach. Am letzten Tag seines Lebens, er wusste, dass es der letzte Tag war, hatte er seinen Reisbrei, setzte sich hin und sagte, heute ist der letzte Tag. Wenn ihr etwas fragen wollt, dann fragt. Da fingen viele der Mönche an zu weinen. Er sagte, warum weint ihr? Wenn ihr an einem anderen Tag geweint hättet, wäre das in Ordnung. Heute ist der letzte Tag. Vergeudet nicht die Zeit, denn sie verstreicht. An einem anderen Tag konntet ihr weinen und euch herumwälzen. Ihr hattet Zeit für all diese Dinge. Wenn ihr heute etwas fragen wollt, dann fragt. Er war überrascht, dass die Leute weinten. Aber Meister, wir sind schon so lange bei dir, du gehst heute. Und sie weinten. Niemand stellte eine Frage. Er sagte, hört mit diesem Unsinn auf, stellt eine Frage, heute ist der letzte Tag. Irgendwelche Zweifel, lasst sie uns klären. Danach gibt es nur noch die Lehre. Niemand, um dieses und jenes zu klären. Seht ihr, mit jeder Lehre könnt ihr in ein Durcheinander geraten. Wenn der Meister am Leben ist, entwirrt er euch ständig. Danach gibt es kein Entwirren mehr, sondern nur noch Sadhana. Heute ist also der letzte Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen stellen wollt, dann fragt bitte. Er ist einfach sachlich. Er hat gut gelebt. Wenn der Tod kommt, wird er gut sterben. Er ist so sicher, dass er gut sterben wird. Es ist also ein ganz normaler Tag. An einem Tag hast du den Körper angenommen. An einem anderen Tag bist du mit dem Körper herumgelaufen. An einem anderen Tag wirst du den Körper verlassen. Du machst eine große Sache daraus, einfach weil du eine Schlüssellochvision des Lebens hast. Als Kala Bhairava ist er der Zerstörer der Zeit. Was du das Leben oder den nahenden Tod bezeichnest, ist nur der Zeit geschuldet.
Shukracharya belebt sie einfach mit dem Sanjivini-Mantra wieder. Dann sagt Shiva, es ist nicht nötig, ihn zu töten, ich werde ihn in mich aufnehmen. Was auch immer ich versuche zu tun, zu dem werde ich. Wenn ich den Tod aussende, werde ich zum Tod. Jemand, der ständig den Tod in sich spürt, dessen Leben wird in der gesamten Existenz widerhallen. Für die meisten Menschen ist es durch die Art, wie ich lebe, nicht erkennbar, wer ich bin. Wahrscheinlich wirst du erst wissen, wer ich bin, wenn du siehst, wie ich sterbe.